Alles wird gut. Ich muss nur die Prater Hauptallee hinauf und hinunterrennen und dann ist alles wieder gut. Dann kann ich das Schokoeis von heute Nacht und das Essen von Weihnachten vergessen und dass ich nicht geschlafen habe wegen dem Gerhard, obwohl ich das gar nicht will und es gar keinen Grund gibt, ihn so ernst zu nehmen. Aber beim Laufen dann brauche ich an nichts zu denken und bei der Kälte vergeht einem auch noch jeder Wunsch. Ah, ich möchte nicht, eigentlich möchte ich gar nicht, überhaupt nicht. Ich möchte in der Badewanne liegen und warmes Wasser um die Haut und nur da liegen und nicht bewegen. Bewegen nur, wenn das Wasser schaukelt und warm und nicht aus dem Auto in diese Kälte hinaus. Und der Mann da im roten Fiat, der zieht sich auch seine Joggingjacke an, der wurstelt sich auch schon in seine Windstopperjacke. Oder nein, der zieht sie aus, der ist schon fertig, der ist schon laufen gewesen. Ich werde erst in einer Stunde so da sitzen und der ist ja auch ganz rot im Gesicht. Oh shit, der hat's schon hinter sich. Und warum ist es nicht schon eine Stunde später? Und jetzt geh endlich, zieh den Mantel aus und steig aus dem Auto, Jessica Sommer, reiß dich zusammen. Du hättest ja das Eis nicht essen müssen, Issy, heute Nacht. Und was für eine Idee, dieses Schokoeis und dann noch eine ganze Packung Mövenpick Maple Walnut. Und wenn die Dose Schlagobers nicht ausgegangen wäre, hätte ich die auch noch ganz gegessen. Und hast du das notwendig? Ich meine, es ist gerade nicht alles so toll, aber deswegen gleich in die Fettsucht? Der Ausgleich für mangelnde Sexualität kann's nicht sein. Ich hol mir ja, was ich will. Und irgendwie ist es auch gar nicht so schlecht, wenn er dann weg ist und gerade nach Hause fährt. Ach, wahrscheinlich bin ich sozial frigid, wenn's immer nur schön ist, wenn keiner da ist und die Männer wirklich nur das Vorspiel. Und es lebe die Onanie und es interessiert ja auch keinen eigentlich. Und jetzt, meine Liebe, jetzt wird ausgestiegen. Wenn dich sonst nichts verzehrt, dann muss auch das selber getan werden und hinaus. Und ja, es ist kalt und ich lauf lieber los. Zum Stretchen stehen bleiben, da erfriere ich. Das muss die Thermounterwäsche leisten, die Muskeln wärmen. Und jetzt los! Bei der Eisenbahnbrücke ist es vorbei mit der Kälte und der Raureif auf dem Schnee knirscht so schön. Woran erinnere ich mich, wenn ich dieses Knirschen höre? Immer wenn ich dieses Schneeknirschen höre, wird mir so angenehm. Es muss mit Weihnachten zu tun haben. Es ist so erwartungsvoll. Und Frau Sommer, atmen durch die Nase. Wenn es nicht so ungeheuerlich kalt wäre. Wahrscheinlich ist es super schädlich, bei dieser Kälte zu laufen. Aber nicht laufen ist noch schlechter. Und die Wolken, die Fettwolken, innen die Oberschenkel entlang. Das wirklich helle Licht ist nicht mehr angebracht im Schlafzimmer. Oder wenn schon ein sehr helles, da sieht man es auch nicht. Atmen. Ach, der blöde Schal. Es gibt so Hauben mit angeschnittenem Schal wie für einen Bankraub. So eine sollte ich mir besorgen. Ich muss aufhören, Issy, das solltest du nicht weitermachen. Das fühlt sich gefährlich an. Ich laufe nur noch bis zum Kinderspielplatz und dann drehe ich um. Ich habe wieder vergessen, auf die Uhr zu schauen, wann ich weggelaufen bin und werde wieder nicht wissen, ob ich wirklich 50 Minuten gelaufen bin oder doch nicht. Und hat es einen Sinn, mit dem Gerhard zu reden? Würde sich deswegen etwas ändern? Der ist ein Politiker. Der wird die Politik nicht aufgeben. Der kann das gar nicht. Der wird verheiratet bleiben. Er wird seine Frau nicht verlassen und seine Kinder. Er wird sich nicht ändern. Er kann das gar nicht. Dieses Einbrechen, dieses kleine Einbrechen bei jedem Schritt durch die gefrorene obere Schneeschicht, das ist anstrengend, das macht richtig langsam. Ach, Schluss machen. Ich verliere nur diese Welt, diese kleine Welt mit ihm. Aber ich hätte ihn nie in die Wohnung lassen dürfen. Diese Welt findet in der Wohnung statt. Die müsste aus der Wohnung entfernt werden, diese helle Insel, bei der es immer Nacht draußen ist und die Vorhänge vorgezogen werden müssen und die Jalousien herunter wegen seiner Paranoia. Wen interessiert denn schon das Gestöhne eines Ministers? Und der stöhnt ja nicht mal. Was weiß ich, was er sonst noch macht und wer sich für ihn interessiert. Und vielleicht ja sogar seine Frau. Und was ist es denn nun wirklich, was verloren geht? Wahrscheinlich das Heimliche, das nur miteinander, voneinander wissen. Der Blick bei der Pressekonferenz und dann gleich weiter. Und nur wir beide wissen es und nur wir beide können es wissen, wenn die Vorhänge vorgezogen sind. Ich muss zu denken aufhören. Ich komme sofort aus dem Rhythmus und es wird gleich wieder schwierig. Lauf weiter, Issylein, tu mir die Liebe. Danach wirst du dankbar sein und bei der Besprechung mit der Claudia gut aussehen. Die Augen werden dann wieder vollkommen klar und die Flasche Wein nicht mehr zu sehen. Das mit dem Trinken sollte ich wirklich nicht tun. Es genügt Maple Walnut. Aber es ist so erwachsen. Irgendwie da sitzen, ein Buch und eine Flasche Rotwein, das Glas heben, in das Buch schauen und die Nacht hinaus und da ja die Vorhänge noch nicht vorgezogen. Irgendjemand könnte mich sehen im dunkelblauen Samthauskleid auf dem Sofa mit dem großen Weinglas und einem Buch. Und von der Ferne könnte man ja nicht sehen, dass es ein Krimi ist. Da wäre es nur ein Buch. Und gestern hätte man mich 4 Stunden lang lesen sehen können.
Ach, dieser Joe in dem Buch. Welche Feinfühligkeit, welche Vorsicht in der eigenen Wirkung. Wie viel Überlegung, was die Frau sich wohl denken könnte, was sie dächte, was er falsch gemacht haben könnte, wie er es richtig machen könnte, wie er es richtig machen hätte können. Was für ein Gefühlsbündel, dieser Mann. Kein Wunder, dass der Gerhard dann dieser Elefant und eigentlich doch zu dick, zu unbeweglich, dann doch ein Fässchen, das auf dem Sofa nur sitzen kann oder liegen. Und kein Gespräch. Aber ohnehin nie ein Gespräch mit einem Wiener, mit einem Mann da, nie ein Gespräch, die Verbindung irgendwie nicht vorhanden. Ich sollte bis zum Auto laufen und nicht gehen. Es ist ja nur besser, noch ein paar Minuten zu gehen und dann bist du besser drauf nachher, als wenn du dich direkt ins Auto fallen lässt. Ach, Ausreden, Ausreden, aber lass es jetzt einmal. Heute Abend kann ich mich dann hinsetzen und einmal alles überlegen, eine Liste machen, was ich machen werde in diesem Jahr und wie das ausschaut. Und im Sommer, das wird wunderbar und wie man sich Hitze nicht vorstellen kann, wie widerlich das sein kann und sich nur wünscht, wieder die Luft an die Haut. Und es ist alles gut. Gerade jetzt ist alles gut. Es ist mir ganz wurscht, super wurscht ist mir das und der Gerhard sowieso und überhaupt, ich werde das schon machen. Die Welt wird mir einen Platz lassen müssen. Und wenn die Claudia nicht will, dann gibt's andere Möglichkeiten.